Jetzt geht's. Sehr schön. Vielleicht hat es ja später noch irgendein. So, hier haben wir noch Glas. Broken Glass, this must where the gem was stolen from. Ja, hier wurde wohl der Edelstein geklaut. Zieh, zieh, zieh. Vielleicht sollte ich so rumziehen, dann muss ich nicht so lang ziehen. Oh, ich bringe hier alles durcheinander. Furchtbar. Aber wo ist denn das geheime Portal? Ich meine, er schreibt zwar. Vielleicht beim Abt. Dann muss ich jetzt den Abt quasi noch zum Abt rein. Dem ich hier jetzt alles verwüstet habe. So. So. So, hier ist ein Gemälde, a painting of five dogs that are playing cards. Ah, fünf Hunde, also diese hundeartigen Tiere, die Karten spielen. Na, sowas. Die Sachen, die kann ich einfach nehmen. Machen wir es doch. Ich kann sie bestimmt. Ein Insekt? Some sort of dried insect. Disgusting. Oh no, it's my cousin Liz. Oh, what? Oh nein. Das ist quasi ein Glühwürmchen, das ist aber getrocknet. Kann ich das nehmen? Das kann ich nicht nehmen. Nur anklicken. Ein Gemälde? It's a vase. Or it is. Is it a face? Was? A face? Es ist nicht ganz zu erkennen, was da wohl drauf sein soll. Oh, da gibt es ganz viele Schriften. Und der Abbot steht und guckt ganz friedlich, was ich hier mache. Hat wohl nicht allzu viel dagegen. Dann bringen wir immer noch ein bisschen mehr durcheinander. Versteckt ist hier nichts. Oh je, dann gibt es aber viel zu lesen. Wobei, ich glaube nur, dass zwei Sachen. Das eine sind wieder so. Ja, Sprüche. Aber nur ganz kurze. Wahrscheinlich sollen die irgendwie ersetzt werden. Jetzt gucken wir mal. The Gaunt Problem Solved. Also das Rätsel ist gelöst vom Gaunt Vault bei Professor Angus Dore of Hidden University. Also der hat jetzt quasi sein Schriftstück geschrieben. Das ist doch der Dore, den wir da getroffen haben vor dem Vault. In these pages I will write to you about my perilous and most interesting quest to open the mystical doors in a building known to history as Lord Gaunt's Vault. Den habe ich aufgemacht, nicht du. The doors will open simply by giving them the required items. Strangely, they seem to be special figurines. Das ist das Buch, was ich schon gelesen habe? Ach, das ist das gleiche, genau. Aber das. Ah, mal gucken, vielleicht hat sich's ja geändert. Aber das mit dem Diebstahl, das stand ja vorher auch schon drin. Also, das ist nicht erst jetzt passiert, sondern diese veränderte Vergangenheit war vorher auch schon. Das wäre jetzt interessant zu gucken, ob das Buch jetzt anders geschrieben ist als vorher. Das kann ich vielleicht nachher, wenn ich nachher nochmal meine Aufnahme angucke, mal gucken. Aber bis, hier sieht es bis jetzt. Er schreibt, ah, ein Update. Hier ist das Update, dass er quasi jetzt den Vault geöffnet hat. Ja. Dank seiner tollen Arbeit. Aber eigentlich war ich das ja, die den Vault geöffnet hat. Aber okay. Ich räume immer gern fremder Leuts Räume um, wenn ich dann tolle Sachen finde. Ja, das mache ich total gerne. Dear Abbot, it has come to my attention that you are planning new additions to our holy texts. I am unsure of the wisdom of this. For example, trust thy brother. Does it mean that we have to trust your good judgment and do just as you say? Or this, strive for unity. Does this mean that if someone is not one of us, he amounts to nothing? And what does worthiness precedes reward stand for?
Good deeds will be rewarded. Ich finde es gerade total interessant. Ich habe ja eh schon gesagt, ich sehe Parallelen zu Ultima. Und in Ultima gab es ja auch die Tugenden. Und dort wurden die Tugenden quasi vom Bösen so gedreht, dass die Menschen die Tugend quasi negativ genutzt haben. Und zwar auch für so, mit so Sprüchen, die eigentlich positiv klangen, aber die Menschen dann quasi anders handeln ließen, negativ handeln ließen, egoistischer wurden sie dadurch und unehrlicher und alles mögliche. Also die guten Tugenden wurden umgekehrt durch diese Sprüche. Und ich denke mal, das ist hier auch ähnlich, dass quasi die guten Sprüche, die da an der Wand hängen und richtig toll sind, jetzt durch sowas ersetzt werden, was dann aber einen Samen aufkeimen lässt, der dann die Menschen vom Guten abkommen lässt. Also das finde ich jetzt auch interessant, dass das hier quasi auch wieder so genutzt wird. Or maybe it means that if one does not do good deeds for you, one will reap their just reward as well. I implore you, dear abbot, do not add these to the holy texts. May the Lord bless you with a beneficial decision. Yours truly, Brother Paul. Also, diesen Brief hat der Paul geschrieben an den Abt und ihm eben gesagt, dass seine neuen Sprüche eigentlich gar nicht so toll sind, weil man die ganz unterschiedlich auslegen kann. Und die sind ja auch recht kurz. Und je kürzer so ein Spruch ist, desto unterschiedlicher kann man sie bestimmt auch auslegen. Also, und er bittet ihn, das doch bitte nicht zu tun. Und das war wohl zu einer Zeit, wo er noch da war und gehofft hat, er kann vielleicht irgendwas bewirken. Gell, hier. Gucken wir mal da rein. Der ist natürlich zu. Der schimpft. Lass deine Finger davon. Was haben wir hier für ein Bild? Ein großer Birkenbaum. Oh, der hat aber ein cooles Bett. Dafür, dass die anderen alle nur so ein. Da ist die Seashell. Kann ich die nehmen? A huge seashell. Must be a souvenir. Kann ich die nicht nehmen? Ich brauche doch eine. Aber nee, meine ist ja in dieser Cave. Die ich brauche. Ein Bett. Kann ich das auch verschieben? Tralala. Er guckt. Oh, da ist ein paar leere Flasks. Kann ich gut brauchen. Und da hat es auch mehr. Oh, schweres Bett. Aber ich glaube mehr nicht. So, dann hat der Abbott was zu tun, wenn er schlafen geht. Kannst wieder richtig hinstellen. Oh, jetzt haut er ab. Nee, hat sie nur bewegt. Ich glaube, ich speichere mal ab. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, weil ich irgendeinen Mist mache. Ich habe zwar meine Quicksaves, aber die überschreibe ich ja immer. Und jetzt werde ich mal hier nochmal reden. Mal gucken, ob der mir irgendwas sagt. Na, wie geht die Investigation? Could you please name all those living at the monastery? Ah, er soll mir irgendwie sagen, wer alles gerade in der Abtei lebt. Und ja, über die Krypt habe ich noch nichts gefunden. Oder in der Krypt. War ich überhaupt schon in der Krypt? Muss mal gucken, wie man da hinkommt. Aber ehrlich, oh, jetzt nochmal alle durchlabern. Oh je, Mini. Ach, er sagt alles in einem Satz. Das wäre ganz praktisch. Sure, there's Wislam, whom I asked to find the key to the library. Sherman is doing the inventory and Clegg is our gatekeeper. Ich glaube, das hat er schon mal gesagt. William is new. For some reason he wanted to take the vow of silence. Ja, das hat er mir schon mal erzählt, alles. Gut. Ich habe die Krypt noch nicht gefunden. I suggest you search deeper. There may be hidden chambers and hidden doors. I am surprised you haven't found William's remains yet. Sorry, I meant that you should try to meet William inside the crypt. Was? Der nimmt schon an, dass der William tot ist? Also bitte. Ach so, die Crypt, wo ich dann extra noch hinlaufen muss. Okay, der denkt, ich war da vielleicht schon. Nein, da war ich noch nicht. Tut mir leid. So, ich glaube. Okay, hier war ich noch nicht. Da geht es auch noch irgendwie weiter, wie man sieht. Wie sieht denn das aus, wenn ich auf die Karte gucke? Hier gibt's noch was. Soll das ein Geheimgang sein, den man auf der Map so super gut sieht? Ich würde jetzt gerne erstmal hier unten rumlaufen und das hier noch erkunden.
Dann hätten wir das nämlich fertig, falls es uns hier weiß Gott noch wohin führt. Eigentlich ist es ja doof, wenn man solche Secret Doors dann so auf der Map sieht. Na, ganz ehrlich. Oder habe ich hier bloß was so übersehen? Nee, das ist ein Secret Door. Ja, klar, da ist auch ein Torch. Hier. Aha. Interessant, wenn man dagegen drückt, dass es dann rauscht. Aber durchkomme ich nicht. Oder ich komme dann nachher irgendwo wieder zurück. Von ihr. Oh. Na sowas. Hätte ich doch fast übersehen, dass ich da was freigeschoben habe. Das heißt, ich kann mich wirklich nicht nur auf die Buchstaben verlassen, wie ich es gerade gemacht habe, als ich hier rumgeschoben habe. Ich muss schon genau gucken. Yummy. Die da unten sind auch nachgewachsen. Ist ja nett, dass die mir jetzt doch so schön nachläuft, die Panther Queen. Dann gucken wir mal da in die Ecke. Ich glaube, da ist eh nicht viel. Oder hoffe, dass da nicht viel ist. Die Ästchen brauche ich für Pfeile ganz dringend. An denen laufe ich jetzt nicht vorbei. Was war das für ein Geräusch? Gruselig. Hier sind wieder. Das Geräusch. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Das ist eigentlich. Hört man es nicht so gut. Hier sind wieder Krabben drin. Ja. Geben Erfahrung. Oh, kommen immer mehr. So. Oh, die hatten sogar was zu essen dabei. Eine Kiste. Jetzt müssen wir ein paar Spinnweben entfernen hier. Oh, Spinnen hat's auch. Ah, lasst mich raus. Jetzt habe ich natürlich kein Mana mehr. Ich könnte zwar was trinken. Ja, ich habe ja genug eigentlich. Also, dann mache ich mal meinen Super Punch hier. Und nochmal. Zack. So. Und? Keine Spinnweben mehr, die mich festhalten. Ja, heil mich mal, das ist lieb. Und ziehen kann man den auch wieder. Sind die Spinnweben doch nicht so fest. Aber nichts drunter. Was krummelt da immer so? Das klingt so gruselig. Es ist die Brandung. Fast so. Ah, da war ich doch schon. Da ist nichts mehr dran. Jetzt rede ich mal noch mit der. Wir müssen mehrere Rakan-Lizards töten. Okay, ich soll sie hinführen. Warum? Sie kann sie doch riechen. So tell me, Velvet, what is it like being a cat? Wie ist es, eine Katze zu sein? A cat? I'm not a lame and lazy little cat. You better watch your mouth, you little monkey. Also, sie mag nicht, wenn ich sie einfach nur als Katze betitel. Da wird sie ganz, ganz ärgerlich und tituliert mich natürlich wieder als Äffchen. Forgive me, my Majesty. I'm meant to ask how it's like being a fierce panther, of course. Jetzt frage ich sie natürlich ganz untertänigst. I have no complaints. My eyes are sharp and my claws even sharper. I pity you for your weak human senses, Lucky. Sie bedauert mich, weil sie hat so scharfe Augen und scharfe Krallen und ich habe das beides nicht und deswegen bedauert sie mich. How thoughtful of you, but you must agree that there are some qualities in which us humans take the lead. Ich sag ihr, dass das zwar sehr, ja, naheliegend ist, aber dass auch ich meine speziellen Qualitäten habe, die den Menschen quasi zum den Menschen Vorteil gibt. Nein, das denke ich nicht. Ich will jetzt aber nicht mit ihr diskutieren und deswegen sage ich ihr, ja. Panther
Panther sind die Crème de la Crème. Magst du Wasser? As long as it only touches my tongue. Also Wasser mag sie nur, wenn sie es trinkt, sonst nicht. I want you to follow me at a different distance. Ah, die kann ich jetzt auch so einstellen, dass die mir weiter weg oder so folgt, so wie das Glühwürmchen. Aber das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Und wir reden später. Ich bin vergiftet, ja, aber das geht nach einer Weile weg. Ich lasse das jetzt mal sausen und wenn es ganz unten ist, dann nehme ich es nur zur Not, weil das Gift nach einer Weile aufhört von alleine. Ah, jetzt zum Beispiel. Und wenn ich hier, ich kann dann regenerieren. Solange ich hier Essensvorräte habe, kann ich regenerieren. Und dann bin ich wieder heile. So. Ja, jetzt müsste ich einen Eingang finden zu der Krypta. Jetzt rede ich mal nochmal mit dem. Das ist ja eigentlich fast hier der Einzige. Das ist ja lustig. Ich kann ihn befragen über diesen Vogel, der da wo in der Orgel war. Und das ist ja süß, dass es das deutsche Wort Glockenspiel ist. Das gibt es wohl auf Englisch gar nicht. Ich frage ihn mal, ob er was weiß. Really, all I know is that one of the keys had stuck. Aside from that, I know just as much about that creature as your average turnip does. Not a lot, that is. But it's a good thing you got that blessed instrument working again. I've missed playing it. Er hat nichts darüber gewusst, aber er freut sich, dass es jetzt wieder funktioniert. So, wir haben ja noch nichts gefunden für das Tor. Ach, da liegt ja auch das Buch. Hier gibt es ein Buch über die Geschichte des Anhängers des Lebens. Ich glaube, das haben wir noch nicht gelesen, oder? Ja, jetzt müssten wir mal überlegen, wie wir da reinkommen. Also entweder gibt es hier irgendwo eine Art Hebel. Vielleicht auch irgendeine Fackel oder sowas. Oder ich muss eine bestimmte Musik spielen, damit es hier aufgeht. Das war wohl nicht die richtige Musik. So, die Kerze gehört doch wohl dahin. Oder die da. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn man die richtige Musik spielt, dass dann hier aufgeht. Aber wo kriege ich die Musik her? Hier ist ja auch kein. Wait a minute. I should protect the game. I hope you're well, Brother Robert. Wait a minute. Oder beim Abt irgendwas. Beim Abt soll ja wohl das Portal sozusagen sein. Oder ich muss erstmal in die Krypta, bevor es überhaupt weitergeht. Das könnte natürlich auch sein. Hier. Go the crypt. Also wir haben hier die Hearing Aid, das ist ja ein anderes Gebiet. Annie und William kann ich nicht machen, solange der William weg ist. Und den Game eigentlich auch. Ich kann jetzt nochmal. Kann man die verschieben? Nein. Da darf ich nicht ran. Da schimpft er. Was ist denn hier unten? Ne, da war ich schon. Da ist schon ausgeräumt. Das sieht man. Ich bin aber eh am Überlegen, ob ich nicht für heute mal gut sein lasse. Das habe ich doch schon lange. Ich doch schon lange am Streamen. 4,5 Stunden. Ja, ich bin früh aufgestanden heute. Und dann kann ich mir beim nächsten Mal überlegen, ob wir die neuen Gebiete erkunden. Die Panther Queen wird ja wohl mitkommen.
Und wie es hier weitergeht. Eigentlich könnte ich mal die Sinn noch befragen nach dem... Hallo, Sir. Nö, die will immer noch nicht mit mir reden. Weil die doch gesehen hat angeblich... Die hat doch angeblich gesehen, dass die Rakan hier waren. Habe ich eigentlich mit dem hier schon gesprochen? Das weiter hier ist? Nö. Holy Mother of Invention. I've got it. It's incredible. I only need a few minor ingredients and I can complete it. What? Was hast du? Also, er braucht nur noch ein paar Zutaten für seine neue Erfindung und vielleicht habe ich die ja sogar. The blueprint. You see probably particles. No, first the necklace. Yes, you see. It's like a rubber sheet and a lead ball, but nothing... like that at all. I knew it. Holy Mother of Invention. I was right. He's jumping up and down, barely able to contain himself. Also hast du etwas erfunden? Invented? I'll show you. The old lizard takes a paper and starts scribbling in strange lizard runes. After a few seconds he shows it to you. I call it the wear around the neck luck. It's going to be magnificent. Magnificent. With this, everybody in the world can have an equal luck. No more need to work. Food just falls into your lap by sheer luck. No more rainy days. You are just so lucky. The world will become a better place. I only need someone to help me a bit. Perhaps you could assist me. Er hat eine Kette erfunden. Eine Kette des Glücks quasi. Jeder Mensch hätte dadurch gleich viel Glück. Er müsste nicht mehr arbeiten, weil ja alles in seinen Schoß fällt. Also Essen, das Wetter wäre immer schön. Alles wäre richtig toll. Es fehlt ihm nur noch ein bisschen was dafür. Wie kann ich dir helfen? I need quite a bit of raw materials to finish the prototype. But the traders are tripling their prices whenever they see a Rakan coming. I'm afraid I will need someone to get me the ingredients. So, how about it, young man? Will you help me? Ja, die Sachen, die er braucht, die haben hier die Händler, aber die machen immer dreimal so hohe Preise, wenn sie sehen, dass er Rakan ist. Und deswegen bräuchte er meine Hilfe. Ja, natürlich helfe ich ihm. Was brauchst du denn? Das ist fantastisch. If you can get this thing ready, you can be the first to test it. Oh, wenn er es schafft, das Ding herzustellen, dann bin ich die Erste, die es ausprobieren darf. Oh. Ich bin sehr skeptisch. I have two alternatives for my recipe. I need either 10 tanky pearls or 10 units of fire powder. And then I will need 20 units of ooze slime or 20 pieces of green salt. Have you got any of those? Habe ich so viel? Also die Sachen, die da angegeben sind, die habe ich wohl. Die Tanky Pearls. Aber Fire Powder. Also ich hätte ihm ja lieber Fire Powder gegeben. Weil die Tanky Pearls, die brauche ich doch so dringend. Ich gebe ihm jetzt mal Slime. Gut. Have you ever thought about carrying the slime in some sort of container? Just an idea. Er schlägt mir vor, ob ich nicht diesen Schleim in ein Gefäß transportieren will, statt den Schleim so in meinen in meiner Tasche zu tragen. Und dann habe ich natürlich die 10 Tanky Pearls. Ich frage mal nach anderen interessanten Projekten. I've also been trying to understand the properties of Shine Stone, but as hard as I tried, it still remains quite elusive to me. Er hat versucht, irgendwie die Eigenschaften des Shine Stones zu ergründen, aber da ist er bis jetzt noch nicht weitergekommen. Ich frage ihn denn, was ist denn dieser Shine Stone? That's right, that remarkably bright and strong material, Shine Stone. Ein besonderes Material wohl, was Shine Stone heißt. Dollar looks at you expectantly. Ah, that's right, humans generally use another name for it, but I'm afraid I've forgotten it. Surprisingly, Shine Stone appears to be considerably stronger than the teeth of a Rakan, and that is a rare thing. A rare thing indeed.
Also erinnert sich, dass die Menschen diesen Shine Stone anders nennen. Aber er weiß nicht mehr wie. Er ist auf alle Fälle härter als der Zahn eines Rakan. Das ist selten. Ich könnte mir vorstellen, dass es Diamanten sind. Dollar opens his mouth and shows you he is missing one of his razor sharp front teeth. See, Shinestone got the better of me. I lost my favorite tooth. I wouldn't care much otherwise, but it has been slightly impractical ever since I became a part-time dedicated Stonetarian. Er hat wohl einen Zahn verloren und wird sich freuen, wenn er quasi einen neuen Zahn bekommen würde, vielleicht aus Diamant. Ich gucke jetzt mal, was das Pulver kosten würde. Vielleicht ist es ja erschwinglich. Dann gebe ich ihm. Sorry. Dann gucke ich nämlich. Dann kaufe ich ihm lieber. Wie viel habe ich denn davon? 7 und ich brauche 10. Eins kostet 16. Das heißt, ich würde dann noch 4, noch 3. Die Tanky Pearls sind genauso teuer wie das. Also vom Preis her ist es dann egal. Aber ich möchte die gern behalten. Die brauche ich doch noch öfter. Und tschüss. So, guck mal. Kriegst jetzt von mir Firepowder. Firepowder, very potent. Sehr fähig. Holy Mother of Invention, that's all the ingredients. I better get started. The old lizard starts his work immediately and within minutes he is finished. Er freut sich tierisch, dass ich die Sachen habe und beginnt gleich mit seiner Kette und ist auch bald fertig. He hands you a small pendant. Wear it for at least 10 years and then report back to me with your findings. And finally, please keep a detailed log of your luck. I guess that's it. Can't stand around chatting. I've got an order for a kind of war machine that can throw a man up in the air on top of enemy castle walls. He turns away hurriedly, then quickly turns back. Almost forgot to say this. Good luck. Also ich darf ja da diese Kette ausprobieren. Ich soll sie mindestens 10 Jahre tragen und ihm dann über meine Erfahrungen berichten. Na, das sind ja tolle Aussichten. Und ihm sagen, ob sie wirklich Glück gebracht hat. Danke, auf Wiedersehen. Er selber muss sich um eine neue Erfindung kümmern. Eine Kriegsmaschine, die Menschen in Burgen katapultieren kann. Und ich habe auch Level Up. Ich glaube, wir machen hier mal wieder einen Punkt. Und hier stärken wir unseren Mitstreiter oder geben wir uns mal endlich den Gifteffekt. Machen wir mal den Gift-Cleanser. Ich glaube, der ist ganz gut. So. So, dann. Immer noch leer? Nein, da war was drin. Dann sage ich für heute mal auf Wiedersehen. Die anderen Gebiete. Wir haben ja diesmal zwei freigeschaltet. Wir haben einmal die Höhlen für die Muschel, die wir besuchen können, und die Krypta, wo der William ist. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Hier sind wir gerade. Gut. Dann verabschiede ich mich. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal und ich freue mich auf euch. Tschüss.